Ja, Roland, frei nach dem Motto, intelligente Steuerungen sind gut, aber Bizeps ist guter. Schauen wir uns hier mal einen ganz neuen Anwendungsfall für das XTS-System an. Jan, das XTS-System kenne ich vor allem von kleinen Plätzchenverpackungen, von Zahnpasta-Tuben. Hier sind wir jetzt aber bei 15, 16, 17, 18 Kilogramm, wirklich eine schwierige Hantel. Was ist das für ein Anwendungsfall? Ja, also wir haben hier ein neues Demosystem aufgebaut, ein Extended Gantry-System, wo wir zwei XTS-Systeme parallel verschalten. Und liebevoll hat das Demo auch von uns den Namen Mookie Man bekommen. Ja, sehr gut. Wir zeigen einige neue Dinge und auch Sachen und Funktionen, die das XTS immer schon konnte. Aber ganz offensichtlich natürlich, wie du gesagt hast, erstmal wollen wir hier auch zeigen, dass das XTS nicht nur klein und sehr schnell kann, sondern auch durchaus recht viel Masse. Wir bewegen hier mit zwei Movern knapp an die 16 Kilo ran. Und wir können, und das in diesem kompakten Design, wir können, wenn man das System noch etwas größer macht, die Kurvenradien, größere Module nimmt sogar 20 Kilo pro Mover oder mit zwei Movern dann sogar 40 Kilo. Und aber auch die 16 Kilo, du hast es ja gerade schon getestet. Das ist ordentlich Gewicht, ja. Ist schon mal was. Und einfach mal so zum Vergleich für die Zuschauer zu Hause, das ist schon so eine 12 Flaschen Getränkekiste mit 1 Liter PET-Flaschen oder so. Das macht natürlich noch ganz andere Anwendungsfälle auf, weil wir sehen, so richtig viel von der Dynamik büßt man nicht ein. Wenn wir jetzt aber mal so eine Schicht da drunter gehen, also in die Regelungstechnik, in die Steuerungstechnik, was gibt es hier quasi noch unter der Haube zu entdecken? Ja, das ist tatsächlich auch ein sehr wichtiger Punkt, den man nicht so direkt sieht, aber ein intelligentes Produkt, Transportsystem, du kennst es auch vom X-Planar, generiert immer sehr viele I/O-Daten entlang der Strecke und es gibt sehr viel zu berechnen. Aber dank EtherCAT und PC-basierter Steuerungstechnik und leistungsfähigen IPCs, die wir haben, können wir das alles zentral in den IPC bringen und dort zentral rechnen. Und das gibt uns dann ganz neue Freiheiten. Und wir können, wenn wir wollen, innerhalb von 250 Mikrosekunden Technologiefunktionen on the fly umschalten, Betriebsarten umschalten. Und das ist hier auch nicht so direkt sichtbar, aber gezeigt. Wir haben hier beispielsweise eine Seite, der dann in Lageregelung ist, aber seinen Sollwert, seinen Kraftsollwert dann auf den anderen in der Stromkopplung verteilt. So arbeiten beide Mover ideal zusammen. Es gibt keine mechanische Verspannung zum Beispiel. Also das sind so Vorteile, die wir dann hier rausspielen können. Das heißt, wir können hochpräzise synchronisieren und eben aber auch auf alle möglichen Ereignisse reagieren. Das heißt, wenn uns jetzt die Hantelscheibe stiften gehen würde, könnten wir innerhalb von 250 Mikrosekunden das Problem erkennen und eine entsprechende Stopprampe. Dann könnten wir schnell reagieren, wir beide vielleicht dann auch wegspringen, aber jetzt gehen wir mal davon aus, der Messebauer hat das gut festgeschraubt und unsere Kunden schrauben ihre Werkzeuge auch immer gut fest. Aber praktischer Anwendungsfall in der Maschine, wenn ein Ereignis passiert, zum Beispiel bei einer Zuführung eine Produktfehlstelle ist, dann können wir innerhalb jede Millisekunde quasi ein neues Bewegungsprofil nachtriggern und darauf reagieren. Und das ist tatsächlich ein großer Vorteil gegenüber dezentralen Systemen, die da viel längere Todzeiten haben. Und wir haben in Gesprächen mit Kunden auch festgestellt, dass wir allein aus diesen Gründen Maschinen wirklich schneller machen können. Und das hilft uns natürlich enorm. Ja, um im Rolands Duktus aus dem Interview mit Hans zu bleiben, Reaction Time matters. Genau. Jetzt zum Abschluss aber vielleicht nochmal was anderes, weil manchmal geht es auch um ganz andere Sachen, um vielleicht Dinge, die aus unserer Sicht sogar noch ein bisschen trivialer sind, es aber überhaupt nicht sind. Ich sehe, dass die Installation mechanisch hier ein bisschen anders gelöst worden ist. Ja, was das, machen wir hier anders? Das siehst du genau richtig und das ist auch eine weitere Neuheit, die wir hier zeigen, unser Strangpress sozusagen als Preview, unser Strangpress-Maschinenbett. Mhm. Das erlaubt eine deutlich einfachere und schnellere Installation und Montage des Systems für uns und für den Kunden. Die erforderlichen Genauigkeiten bringt dann das Strangpressmaschinenbett direkt mit. Aber hier ins Detail zu springen, würde ich gerne unsere Zuschauer einladen. Kommen Sie auf die Messe, sprechen Sie mit uns, gucken Sie es an und dann erklären wir das und sprechen darüber. Oder Sie gehen im Nachgang Kontakt, nehmen Kontakt auf mit unserem Vertrieb und dann kommen wir auch zueinander. Ja, auch gerne zum selber installieren. Genau. Dankeschön, Jan. Würde ich gerne unsere Zuschauer einladen. Kommen Sie auf die Messe, sprechen Sie mit uns, gucken Sie es an und dann erklären wir das und sprechen darüber. Oder Sie gehen im Nachgang Kontakt, nehmen Kontakt auf mit unserem Vertrieb und dann kommen wir auch zueinander. Ja, auch gerne zum selber installieren. Genau. Dankeschön, Jan.